Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ankündigung zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Heute am Dienstag, dem 26. September 2023, ist es endlich soweit. Der britische Entwickler Dovetail Games wird heute das neue Spiel Train Sim World 4 offiziell veröffentlichen. Während die Train Sim World 4 Deluxe Edition und die Train Sim World 4 Special Edition schon seit einigen Tagen gespielt werden können, werden ab heute Abend bzw. am späten Nachmittag auch alle weiteren angekündigten Train Sim World 4 Editionen verfügbar sein. Dazu zählt zum einen die Train Sim World 4 Standard Edition. Diese verfügt über alle drei neuen Strecken sowie dazugehörigen Züge und das Train Sim World 4 Trainingscenter sowie ein Lackierungspack. Außerdem werden ab heute auch die verschiedenen Starter Packs von Train Sim World 4 verfügbar sein. Diese Starter Packs von Train Sim World 4, auch lokale Editionen genannt, beinhalten jeweils nur eine der neuen Strecken sowie das Train Sim World 4 Trainingscenter. Die Release-Zeiten für Train Sim World 4 sind auf den Konsolen 17 Uhr und auf dem PC 19 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Bis 17 Uhr bzw. 19 Uhr gelten noch die Vorbestellerpreise von Train Sim World 4, denn aktuell können nach wie vor noch die Train Sim World 4 Standard, Deluxe und Special Edition vorbestellt werden. Es gibt Vorbestellerrabatt von mindestens 10% bzw. für Besitzerinnen und Besitzer der Vorgängerspiele Train Sim World 3 oder Train Sim World 2, da gibt es sogar bis zu 25% Vorbestellerrabatt. Diese gelten, wie gesagt, noch bis 17 Uhr auf den Konsolen und bis 19 Uhr auf dem PC. Die lokalen Editionen bzw. die Train Sim World 4 Starter Packs, diese werden erst zur offiziellen Release-Zeit, also ab 17 Uhr bzw. ab 19 Uhr verfügbar sein. Diese beinhalten, wie gesagt, nur eine Strecke und das Train Sim World 4 Trainingscenter. Außerdem wird es auch ab heute möglich sein, die älteren DLCs in Train Sim World 4 zu übertragen. Hierfür gelten die Voraussetzungen, dass Train Sim World 4 auf der gleichen Plattform gespielt wird und mit demselben Account. Wenn ihr auf dem genau selben Account und auf derselben Plattform die Vorgängerspiele Train Sim World 3, Train Sim World 2 oder Train Sim World 2020 habt, so könnt ihr da alle DLCs und Züge kostenlos in Train Sim World 4 übertragen. Das Ganze wird ebenfalls ab 17 Uhr bzw. 19 Uhr auf dem PC möglich sein. Hier ist aber noch einiges zu beachten. Sollte die Übertragung dieser DLCs nicht funktionieren, so empfiehlt es sich auf den Konsolen, die Konsolen kurz vom Internet zu trennen und danach wieder mit dem Internet zu verbinden, beziehungsweise vielleicht auch die Konsolen mal komplett neu zu starten. Bei PC funktioniert das Ganze etwas anders. Sollte hier der Download der DLCs nicht um 19 Uhr oder kurz nach 19 Uhr beginnen, so empfiehlt es sich zum Beispiel auf der Plattform Steam wie folgt. Ihr ruft eure Steam-Bibliothek auf und sucht euch dort das Train Sim World 4 heraus. Anschließend klickt ihr dies mit der rechten Maustaste an und begebt euch auf dem Reiter Eigenschaften. Hier solltet ihr zunächst Punkt Updates prüfen, ob dort eingestellt ist, dass das Spiel immer aktuell gehalten wird. Weiterhin solltet ihr dann auf den nächsten Reiter Zusatzinhalte DLC klicken und hier prüfen, ob auch überall die Häkchen gesetzt sind, denn hier werden dann sämtliche DLCs, welche übertragen werden können, gelistet und hier solltet ihr ganz genau prüfen, ob auch die Haken gesetzt sind. Die Haken sind erforderlich, wenn das DLC installiert werden soll. Weiterhin oder sollte dies alles der Fall sein, so und der Download der DLCs trotzdem nicht beginnen, so solltet ihr die Plattform Steam beenden. Und dazu zählt komplettes Beenden. Ruft in eurer Taskleiste auf der rechten Seite den Steam-Icon auf, klickt diesen mit der rechten Maustaste an und klickt dann auf Steam beenden. Anschließend startet ihr Steam neu und spätestens dann sollte der Download der DLCs beginnen. Wie gesagt, bei den Konsolen empfiehlt es sich, die Konsolen dann kurz vom Internet zu trennen, eventuell die Konsolen auch mal komplett neu zu starten. Beachtet aber bitte, je nachdem wie viele DLCs ihr besitzt für Train Sim World 4, kann der Download mitunter mehrere Stunden dauern, da es sich hier um gut 160 GB handelt. Auch bei mir wird das dann wieder 2 bis 3 Stunden dauern.
Weiterhin gab es auch für Transom World 4 schon das erste Update. Schwerpunkt war hier die englische Strecke East Coast Mainline und der dazugehörige Zug Class 801 Esuba. Dieser hat Verbesserungen im Sound bekommen. Außerdem wurde der Fahrplanmodus der Strecke East Coast Mainline aktualisiert. So können jetzt auch weitere Züge von anderen DLCs auf der Strecke gefahren werden, zum Beispiel die Class 700 oder die Class 158. Auch wurde der KI-Verkehr auf der Strecke ausgebaut. Wie gesagt, für die aktualisierten Fahrplanfahrten oder zusätzlichen Fahrplanfahrten sind auch zusätzliche DLC erforderlich. Weiterhin wird es mit dem Release von Transom World 4 auch ein neues Update geben. Es ist das Update für die Strecke Northeast Corridor New York-Trenton. Dieses Update ist lange angekündigt und liefert für die Strecke New York-Trenton ein großes Update für den Fahrplanmodus. Dieses Update bindet weitere DLCs, also weitere Züge aus anderen DLCs, in den Fahrplanmodus ein. Hier zum Beispiel die M7 aus dem DLC Long Island Railroad. Außerdem wird es nach dem Fahrplan-Update auch Güterzüge auf dieser Strecke zu sehen geben im KI-Verkehr. Gefahren werden können die Güterzüge leider nicht. Dies hat wohl technische Hintergründe. So soll es insgesamt laut Entwickler wohl insgesamt über 2000 Fahrplanfahrten bzw. Fahrten und KI-Fahrten auf der Strecke New York-Trenton geben. Man hat sich hier an einem echten Fahrplan orientiert. Das Fahrplan-Update für die Strecke New York-Trenton soll zu einem späteren Zeitpunkt noch für das Vorgängerspiel Transom World 3 veröffentlicht werden. Ab heute wird auch der PC-Editor für Transom World 4 verfügbar sein. Dieser Editor ermöglicht es Spielerinnen und Spieler selbst, Content für Transom World 4 zu erstellen. Der Editor befindet sich allerdings aktuell noch in der Beta-Phase. Entwickler Dovetail Games rät daher ab, größere Projekte wie eigene Strecken zu bauen, sondern sich lediglich erst einmal mit der Funktion des Editors vertraut zu machen. Es ist wie gesagt davon abzuraten, ein komplexes, großes Projekt anzugehen, da der Editor selbst noch über die nächsten Monate weiterentwickelt werden soll. Es ist ja geplant, dass der Editor, welcher sich jetzt auf der Version 1.0 befindet, noch bis auf die Version 1.3 erweitert wird. Also die Funktionen können noch erweitert werden, könnten eventuell sogar verändert werden. Von daher ist von so komplexen Projekten wie einer langen eigenen Strecke vorerst abzuraten. Aber die Spielerinnen und Spieler sollen sich mit dem PC-Editor vertraut machen. Dieser wird im Epic Store verfügbar sein, kann wohl aber auch im Internet heruntergeladen werden. Wie das Ganze genau funktioniert, das werden wir uns zu einem späteren Zeitpunkt anschauen. Und das war es auch schon soweit mit den Neuerungen hier in Transom World 4. Also zusammengefasst sieht es so aus, dass heute der offizielle Release-Tag von Transom World 4 ist, wie angekündigt. Ab heute werden nun auch neben der Deluxe und Special Edition alle weiteren angekündigten Editionen für Transom World 4 verfügbar sein, also Standard-Edition und die Starter-Packs. Zudem gibt es ab heute auch den Editor und es wird möglich sein, auch die älteren DLCs kostenlos zu übertragen, solange Transom World 4 auf der gleichen Plattform mit demselben Account gespielt wird. Schreibt mir in die Kommentare, ob das Übertragen der DLCs geklappt hat und ob ihr den Editor schon ausprobiert habt für TSW 4. Alles dazu bitte in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuschauen und freue mich dann, wenn ihr im nächsten Video wieder am Start seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit, euer Felix der Weise.